Matrix ist einer der bekanntesten und bedeutendsten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Man kann sich den Film immer wieder anschauen und wird auch immer wieder neue Dinge an dem Film entdecken. Er schafft es wie kein zweiter, Action und Philosophie in einen Film zu packen. Und damit 10 Fun Facts zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Matrix. Erstens, Neo sollte eigentlich von Will Smith verkörpert werden. Dies war lange Zeit ein Gerücht, wurde aber von Will Smith selbst in mehreren Interviews und auf seinem YouTube-Kanal bestätigt. Er lehnte die Rolle ab, um stattdessen Wild Wild West zu drehen, ein Film, der weder besonders beliebt noch besonders erfolgreich war. Will Smith selbst bereut diese Entscheidung nach eigener Aussage trotzdem nicht. Er ist der Meinung, dass nicht 2 schwarze Schauspieler für die 3 Hauptrollen gecastet worden wären und kann sich The Matrix ohne Lawrence Fishburne nicht vorstellen. Ob Ausrede oder nicht, gebe ich Ihnen in diesem Punkt recht, denn die Besetzung von Morpheus ist die vielleicht beste im ganzen Film. Zweitens, das mit Will Smith wusstet ihr vielleicht schon, da es mittlerweile eben auch durch Will Smith sehr populär wurde. Allerdings standen noch viele andere Kandidaten vor Keanu Reeves in der Pipeline. Die erste Wahl der Wachowskis war Johnny Depp. Auch Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Ewan McGregor, Nicolas Cage und Brad Pitt wurden für die Rolle angefragt. Alle lehnten ab. Das Skript war vielen Agenten der Schauspieler zu absurd. Und einige sagten dem Film auch eine schlechte Zukunft voraus und verschrien ihn als garantierten Flop. Tja, so kann man sich täuschen. Drittens, durch Zufall wurde in der Lobby-Szene ein genialer Effekt erzeugt. Es ist eine der großen Szenen des Films, als Trinity und Neo die Lobby eines Hochhauses betreten und ein legendärer Gunfight zwischen ihnen und dem Wachpersonal beginnt. Ganz zum Schluss dieser Szene sieht man noch einmal den ganzen Raum nach dem Fight. An einer Säule fällt in diesem Shot ein großes Stück der Fassade zusammen. Ein genialer Effekt, der mir schon beim ersten Mal sehen aufgefallen ist und den ich immer erwarte, wenn ich den Film sehe. Und wie ich jetzt weiß, ein kompletter Zufall, den man natürlich in den fertigen Film nahm. Viertens, der Matrix-Code ist zum Kochen gut? In einigen Zwischensequenzen und Überleitungen sieht man immer wieder den legendären grünen Matrix-Code. Besonders ikonisch ist hier natürlich die Szene, in der Keanu Reeves alias Neo sich als Auserwählte zu erkennen gibt und seine Umwelt in entsprechenden Matrix-Kaskaden dargestellt wird. Doch woraus besteht dieser Code eigentlich? Simon Ridley, der Autor des Codes, verriet, dass er einfach Seiten aus den Kochbüchern seiner japanischen Frau verwendet habe. Wer sich also die Mühe macht, diesen Code zu entschlüsseln, kann sich zur Belohnung ein originales Matrix-Sushi zubereiten. Fünftens, Carrie Ann Moss bewies in Matrix, wie hart sie im Nehmen ist. Sie war vor Matrix eine eher unbekannte Schauspielerin, die primär in Fernsehshows zu sehen war. Auch sie war nicht die erste Wahl für die Rolle von Trinity. Als sie jedoch die Rolle bekam, war sie Feuer und Flamme und hängte sich bei den Dreharbeiten richtig rein. So sehr, dass sie sich bei einer ihrer ersten Szenen den Knöchel verdrehte und ganz schöne Schmerzen hatte. Jedoch gab sie dies erst am Ende der Dreharbeiten bekannt und spielte alle darauffolgenden Szenen mit einem verstauchten Gelenk weiter. Sie hielt die Verletzung deswegen geheim, da sie große Angst hatte, neu besetzt zu werden. Diese Frau hat sich ihren Legendenstatus als Trinity also mehr als verdient. Sechstens, welche Farbe hat eigentlich eine virtuelle Realität? Im Film Matrix wurde geschickt mit verschiedenen Farbgebungen gearbeitet. So haben alle Szenen innerhalb der Matrix einen grünlichen Ton, während sie in der realen Welt eher bläulich angesetzt wurden. Dadurch sollte die Tönung natürlicher wirken. Lustigerweise ist Blau die am wenigsten in der Natur vorkommende Farbe. Aber egal, der Effekt funktioniert und wenn ihr es noch nie bemerkt habt, achtet beim Schauen des Films mal drauf. Spätestens wenn man es weiß, merkt man es sofort. Die Szene, in der Neo gegen Morpheus kämpft und die weder in der realen Welt noch in der Matrix stattfindet, ist übrigens gelblich. Siebtens, was bedeutet der Name Morpheus? Der Name der Figur wurde durch die Sandman-Comics von Neil Gaiman inspiriert. In diesen gibt es ebenfalls eine Figur mit diesem Namen. Die Inspiration für den Namen dürfte im Kern aber aus der griechischen Mythologie stammen. In dieser ist Morpheus nämlich der Gott der Träume. Na, das passt doch sehr, sehr gut. Achtens, kommen wir nun zur biblischen Bedeutung in Matrix. Auch das Schiff, in dem die Crew von Morpheus unterwegs ist, hat einen sehr speziellen und bedeutungsschwangeren Namen. Nebukadnezar. Angespielt wird hier auf einen babylonischen König, der auch Erwähnung in der Bibel findet. Der alte König hat einen Traum, an den er sich nicht erinnern kann, sucht aber ständig nach einer Antwort. Symbolisch steht das hier für die Suche nach den Auserwählten. Im Film Neo, in der Bibel Jesus. Auch werden noch weitere Bedeutungen in die Namensgebung hineininterpretiert. Aber das würde an dieser Stelle wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Neuntens, der Teufel liegt im Detail. In der Trainingssequenz, in der Neo unwissentlich gar nicht in der Matrix ist und ihm am Hand einer bildschönen Frau in Rot die Gefahr der Agenten erläutert werden soll, gibt es einen tollen Effekt, der den wenigsten bewusst aufgefallen sein dürfte.
Und zwar wurden für diese Szene primär Zwillinge gecastet, die als Passanten durch das Bild laufen. Dadurch sollte der Effekt unterstrichen werden, dass die simulierte Matrix des Bordcomputers der Nebukadnezar nur eine beschränkte Anzahl an Charaktermodellen simulieren kann. Deshalb laufen immer wieder gleiche Personen durchs Bild, ähnlich wie die NPCs eines Computerspiels. Sehr nerdy, aber eine geniale Idee, wie ich finde. Zehntens. Eine Zwangsdiät für Keanu Reeves. In der Szene, in der Neo in der realen Welt erwacht und sich in der Aufbewahrungskapsel der Maschinen wiederfindet, hat Keanu Reeves einen ganz anderen Look als davor. Tatsächlich hat er nur für diese Szene 15 Pfund abgenommen und sich den kompletten Körper rasieren lassen, um den Look perfekt zu machen. Was sind eure liebsten Erinnerungen an den Film Matrix und wie findet ihr die Fortsetzungen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Bock habt auf Fun Facts zu filmen, dann klickt doch gerne auch mal hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!